Jetzt ist er da. Hallo. Hallo. Warst noch beschäftigt, war? Ja, ich habe noch kurz Küche aufgeräumt, deshalb. Machst du jetzt für Diablo schon Stream an oder später, wenn du Pokémon machst? Nee, ich glaube für Diablo mache ich auch schon eben schnell einen Stream an. Gut, dann warte ich noch kurz auf dich. Jo, ich beeile mich. Dann kann ich das Overlay mal kurz woanders hinschieben, dass wir genau über den Lebenspunkten gerade. Warum auch immer. Im Stream sieht man das auch nicht, also es ist sinnlos irgendwo. Ja. Overlay, wo ist denn das? Game Overlay. Nee? Ja, doch. Da unten. Gleich da unten, wo ich es sehen kann dann. Wow. Es hat sich gar nichts geändert. Toll. Liebe Klasse. Sind. Ja, das ist wunderbar sowas, ne? Mhm. Wenn ich es ganz ausmache, ist es trotzdem drin. Technik. So. Jetzt habe ich es deaktiviert. Wie gesagt, sieht man eh nicht im Stream, also egal. Ja, gut. Ja, ich habe ja gerade hier die Spielaufnahme an. Ausnahmsweise funktioniert das mal bei Diablo und so. Oh, oh. So. Das war knapp. Gut, dann stehe ich in Alt-Tristram bereit. Kannst dann Bescheid sagen, wenn ich dich einladen soll oder du joinen tust. Jo, perfekt. Dann bis gleich. Genau, da das Ding eh da so am Ruckeln ist, egal wie man es macht, kann ich ja mal kurz wegen dem Würzbein schauen. Achso, das scheint da in der Ecke, wo ich nicht lang gelaufen bin, zu sein. Klingt doch schon mal gut. Nett. So, ich bin online. Alles klar. Was denn? Ich steuere direkt so rein, weil das ist ein Open Game. Ich habe nun einen neuen Verbündeten. Aber meine Feinde werden ebenfalls stärker. Ja, das ist ja gut. Bleib dem Licht treu. Oh nein, der Templar ist weg. Aber ich habe schon den richtigen Look für Altres dran gemacht. Ich habe ganz viele Items zum Doppeln auf den Boden gelegt. Nice. Da fühlt man sich gleich wieder heimisch hier. Du kommst an mit deinem Level 902. Was ist denn dein normales Paragon-Level in den anderen Chars?
Ja gut, das ist jetzt mein Season Paragon. Das ist ja, ja, deswegen, ja. Ja, genau. Off-Season bin ich jetzt gerade bei... Ich muss kurz nachgucken. Weil da kamen ja auch wieder 1800 von 1700 von der letzten Season dazu. 2091 bin ich im Non-Season-Paragon. Nicht schlecht. Ja. So. Du bist schon drin im... Ich bin hier am Brunnen. Ja, ja, ich bin drin am Brunnen. Achso, ja, ja. Achso, hier, ja, okay, ja, ja. ich würde nur noch kurz, guck noch mal ganz kurz wegen dem Wirts Bein. Das ist hier in der Ecke. Achso, wenn du hier auf die Karte guckst, da ist so ein Kreisding und da ist so ein Bauernhaus, da ist das wohl. Soweit habe ich das jedenfalls gerade verstanden gehabt. So. Nightingale, beschütze mich. Hast du das schon gesammelt, das Word Slack? Nein, aber... Okay. Da sprintet er. Ja, hier ist ja schon ein Bauernhaus. Das ist verschlossen. Ist verschlossen. Da haben wir ein paar Tür. Ah, genau, ich konnte die Leichen anklicken und jetzt... Ich konnte die Leichen nicht anklicken. Hier die Geister. Ja, ich habe die schon angeklickt, dann sind die Geister gespawnt. Ja gut, ich hatte das nur überflogen gehabt, vielleicht solltest du trotzdem mal gucken, weil ich dachte, das ist hier dann auch gewesen. Ja, ich gucke hier mal eben schnell weiter. Müssen wir halt später kurz nochmal hin. Ja, hier ist im normalen Diablo 3 ja auch ein Wegpunkt. Hm. Trotzdem ganz nett hier Sachen anzugucken. Hm. Ja, dann gucke ich doch nochmal schnell eben, ob ich was finde. Du wirst wahrscheinlich auch schneller was finden, weil ich habe kurz auf Deutsch geguckt, weil mir gerade nicht einfiel, wie das Event auf Englisch hieß. Was ich jetzt natürlich weiß, aber halt gerade als ich gegoogelt habe, irgendwie vergessen habe. Immer wenn man es braucht halt. Was ich gestern auch schon festgestellt habe, ne? In jeder Stadt hast du jetzt diesen alten Diablo 1 Song, ne? Ich bin gar nicht auf, muss ich gleich mal anhören, weil ich habe den Ton normalerweise ganz aus. Ja, der ist halt der ist halt jetzt in jeder Stadt zu hören. Also normale Würzbein findet man ja eigentlich beim Wird, aber hier haben wir ja nur die. Das ist verschlossen. Um diesen Geist wegbrauchen des starken Alkohol. Der Säufer. Ja, normalerweise hast du ja hier bei dem Wirt selber, ne? Oder irgendwo in der Ecke in der Kiste, ne? Aber haben wir hier irgendwie nicht sowas in der Richtung. Ist im Übrigen passend, dass dein Monk ein Zweihandstab gerade hat. Hm. Weil der Monk in Hellfire hat auch einen Zweihandstab, glaube ich. Und somit ja, ist tatsächlich erlaubt, Monk zu spielen in diesem Event. Ist Hellfire? Gab es. Ja, ja, stimmt, ja, ja. War das der Monk, der dazu kam? Ja, das war der Monk. Ah, okay, gut. Okay, gut, Word Slack ist ein bisschen komplizierter zu bekommen. Okay.
Wobei, I don't know, ob ich die Flügel lasse. So, und zwar müssen wir im Dungeon müssen wir einen Rotten Mushroom finden. Ah, das sagt mir auf jeden Fall was mit dem Mushroom. War das nicht auch so im ersten Teil? Weiß es gar nicht mehr. Irgendwas war mit einem Pilz, glaube ich. Oder ich glaube, es gab eine Quest oder irgendwas mit einem Pilz. Sollen wir ganz kurz gucken, wo, das stand nämlich auch nämlich dabei, wo man eigentlich diesen Rotten Mushroom findet. Das soll ich gar nicht draufklicken, ich bin clever. Level 9 auf jeden Fall. Okay. Ich guck noch mal kurz eben, ob wir da noch was brauchen. Also ich brauche auf jeden Fall die Elites. Ja, ja. Ne, okay, wir machen erst, also der Mushroom kommt zuerst und dann kriegen wir weitere Items, die wir dann einsetzen müssen. Okay. Ja, bei mir ist noch offen Elite, das Geschreibsel und das Wirtsbein. Dann habe ich quasi dieses Event. Ist das Geschreibsel eigentlich Teil von diesem Event? Jein, also ich habe ein paar Seiten random gestern gefunden. Ja, ja, weil die Sache ist... Ich glaube, man muss Kultisten dafür töten. Ja, weil die Sache ist nämlich, das steht nämlich dann auch, steht zwar dabei bei dem Event Guide, aber es ist so, dass diese Seiten halt in der normalen Story von Diablo droppen oder halt in den normalen Akten. Da gibt es in verschiedenen Gebieten gibt's, wie du sagst, gibt es Kultisten. Wenn du die killst, dann droppen die ab und zu mal so eine Seite halt. Ja, dann killen wir halt noch Kultisten. Genau, das können wir uns dann auch noch angucken, genau. Machen wir erstmal das, was hier so ist, in diesem tollen Look. Und dann kann man ja abgetrennt am Ende den Rest machen. Ich habe ja auch schon ein paar Seiten, also... Ja, ja. Na gut, ich latsche dann langsam hinterher, ich bin eh noch zu low für das Ganze. Ja, alles gut, ich muss eh nochmal, ich muss kurz... Dann kann man umso länger hier den Butcher beim Hinterherlaufen betrachten. Den habe ich ja jetzt schon bekommen. Der Spruch war nicht vom, der war nicht vom Templer, der ist vom Spielercharakter. Meine Kraft wächst. Ah! Ein Gegner. Hätte nicht gedacht, dass ich noch besser werden könnte. Hat du hast auf T6 gestellt. Hab ich doch gesagt. Okay. Weil du mit deinem Monk unterwegs bist. Ja, 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 okay. Nee, dann kill ich Gegner auf dem Weg. Ich werde noch mächtiger. Der Butcher sammelt das ganze Geld ein. Ah, ich hab eine Broken Crown gefunden. Nice. Hab ich was übersehen auf der Ebene oder gab's hier keine Elite? Ah ne, gibt gar keine auf Level 1. Okay. Gut. Warte, ich bin... Jetzt bin ich unten. Genau, nicht, dass du losrennst. Wenn du den killst, bevor ich unten bin, ich weiß nicht, ob ich den kriege dann. Nee, wahrscheinlich nicht, deshalb, da warte ich schon drauf. Ich werde noch mächtiger. Was war der Butcher? Ich weiß gar nicht, was du meinst. Der läuft gerade die ganze Zeit hinter mir her. Mhm. Ja, ist auch so ein schöner Splitter jetzt auf dem. Auf der Karte. Ich
Jetzt kann ich das Beil vom Butcher wieder anlegen. Aber da fällt mir was ein. Ich muss noch kurz einen Ring abnehmen. Den habe ich gestern eigentlich gewirkt bekommen. Wo hab ich den hin? Ah, ja. Weil ich ein bisschen eher hinterher, wenn ich hier Teleportation habe. Bei ein, zwei Sachen tust du halt schon liegen lassen teilweise. Naja. Ich bin jetzt noch besser. Ich werde noch mächtiger. Ich warte immer noch. Meine Kraft wächst. Ich bin hier oben bei King Leo Records rein. Ich weiß nicht, ob es hier irgendwas gibt. Also ich glaube, da gab es auch eine Elite, als ich bei ihm drin war, oder? Aber ob jetzt einer drin ist, ist eine andere Frage. Also Leoric war da, den habe ich aus dem Augenwinkel gesehen. Bevor er umgekippt ist. Nee, sonst war hier nichts. Hier ist Batman. Aber ich guck noch mal kurz. Aber ich glaub... Nee, es ist das... Nebengebiet ist gar nicht aufgeführt bei den Elite, also da gibt's gar keinen. Okay, dann habe ich mich wohl geirrt gehabt. Die Oik war ja auch eher ein bisschen abgetrennt, weil ich den danach nachmachen musste. Ich warte immer noch. Bin Level 4. Warum? Hast du eigentlich mittlerweile Teleport? Ja, ich habe einen Teleport. Okay. Achso. Hast du. Ich bin nah genug, ich komme jetzt so. Ja. Nee, aber ich glaube, du hast sogar auch schon die Passive Wurmloch dafür, sodass du es nochmal casten kannst direkt danach. Ja, habe ich ja. Hier waren zwei Elite. Oh, ich bin tot. Sehr schön. Wow, Level up, während ich noch tot bin. Kann schon mal weiterlaufen, da ist nichts mehr. Also da ist schon der Ausgang, meine ich. So, auch da oben nichts mehr. Gut. Hier war eine Leder. Meine Kraft wächst. Okay, hier oben ist Level 4. Ich brauche mehr Zeit. So, das Door ist locked by an unknown mechanism. Achso, ich musste das Buch aufheben. Ja. Danke. Das passiert öfter im Dungeon. Ich bin jetzt noch besser. Ist das die
ist die Level Experience doch gleich hier mitgenommen. Mhm. Okay, hinten ist nichts. Bisschen. Egal, graue Waffen, den nehme ich immer mit. Das haben sie auch clever gemacht, über die Wände kann ich nämlich teilweise hier nicht drüber dashen. Also komischerweise auch selbst nachdem die Türen offen sind. Weil das ist ja eh die Sache in Diablo 3. Du kannst ja über Wände drüber dashen, aber nur wenn du auch dahin laufen könntest. Das heißt, du musst immer Türen öffnen. Tja. Nur bei dem Gebiet irgendwie haben sie sich gedacht, nö, da kannst du generell nicht drüber kommen. Tja. Haben sie halt ein paar Mechaniken haben sie halt reingemacht, ne? Wie halt zum Beispiel auch bei Diablo, dass man auch diese Tür öffnen Sache hat und erst später er dazu kommt in den Kampf. Eine Minute. Wow. Ist so ein einzelnes Skelett von hinten angeschlichen und hat mich gekillt. Geh ja schon weiter. Ich habe es gewagt, bei einer Kiste stehen zu bleiben. Kannst wie du kann nur. Ich nur? Wie kann ich nur? Chamber of Bone? Das ist einer der extra Gebiete. Okay. Da soll es aber auch nichts geben, zumindest ist nichts aufgelistet. Gut. Kann schon unten gehen, da ist das nächste Level. Unten ist hier, okay. Ja, oben habe ich alles. Ja. Ich warte immer noch. Noch nicht bereit. Ich werde noch mächtiger. Level 8. Oh, da war einer. Hier wird's dunkel. Ja, das ist ja auch so ein extra Raum in der Dunkelheit. Obwohl, der ist ja integriert, da könnte einer sein. Der gehört ja hier mit zur Level, das ist ja nicht. Du gehst ja in keine neue Level rein da. Ja. Wobei, ich glaube, ich hatte da nur diese unsichtbaren Viecher mehr nicht. Unten halt ein, zwei Kisten oder sowas. Ja, ist zumindest eine goldene Kiste. Weiß nicht, ob ich hier mitgenommen habe, aber. Ja. Nee, ist nichts angezeigt worden. Achso, ja, stimmt. Wird ja im Chat angezeigt. Ja, ja, okay, gut. Level 8, was habe ich gesagt? Level 9, gell? Ja, Level 8 sind wir. Ja, aber Level 9 ist der Pilz, glaube ich. Achso. Muss ich ja ein bisschen drauf achten. Komisch, Level 9.
Meister jetzt sehen könnten. Kost mal kurz zum Eingang von Level 9. Also Gargoyle, der campt mich da. Jo, ich bin hier eh gleich fertig mit dem Gebiet, deshalb bin sofort da. Yay, Zar der Verrückte. Level 10 ist da oben. Ich hab geguckt, ob die überhaupt für mich mitzählen, wenn du die alle so schnell wegkillst, während ich nicht mehr in der Nähe bin. Ja, nee, aber normalerweise zählt es immer, wenn du auf der gleichen Ebene bist, von dem her. Ja, deswegen ich trotzdem mal kurz geguckt. Getöteter Held. Aha. Ah, Rotten Mushroom. Ich hab mal cool. Aufgehoben. Ich weiß nur nicht, ob du den auch noch mal aufheben kannst. Ja, dann komm ich mal runter. Ja. Ich bin jetzt noch besser. Elite. Ich sehe nicht mal mehr, dass du ihn angegriffen hast, nur er wurde getötet. Wo ist er hier? Oh, ganz hier unten, da. Ja, ich hab das ihn konnte auch. Ich anklicken, dann. Ah, du hast schon auch perfekt. Deswegen, das ist ja nicht so sicher. Gerade bei so Items, ne? Ja. Moment, dann gucke ich mal ganz kurz weiter, ob wir hier was noch im Dungeon machen müssen. Außer die Elite. Ich warte immer noch. Wie der Butcher immer ganz schnell wird und ganz schnell das Gold aufhebt, bevor ich da hinkomme. Ich brauche mehr Zeit. Bin mir jetzt gerade nur nicht ganz sicher, ob der die Leiche, wo wir es hinbringen müssen, ob die im Dungeon oder in der Stadt ist. Ich nehme mal an, da wir ganz viele Leichen in Alt-Tristram haben, wird es einer von denen sein. Ja, sind auch alle die. Ja, weil ich glaube, das war eine Quest gewesen mit dem schwarzen Pilz und da haben wir das dann halt natürlich an den Questgeber gegeben damals, ne? Wahrscheinlich ist es der gleiche NPC, wenn man das jetzt noch wüsste. Ne, ist auf jeden Fall eine Leiche und dann kriegst du immer wieder ein neues Item, was du dann zu einer anderen Leiche bringen musst. Ja, ja, die Leiche, das sind ja. Alle Stadtbewohner sind ja da am Liegen als Leichen. Ja, ja, genau. Und die Stadtbewohner haben ja auch alle die Quest gegeben immer, ne? Stimmt, ja. Deswegen meine ich das ja. Wahrscheinlich geben wir das an die gleichen NPCs. Meine Kraft wächst. Und irgendwie. Und irgendwie ist hier ein toter Gegner, der einfach lebendig stehen geblieben ist, okay. Ja, das passiert öfters jetzt ab und zu mal in Diablo 3. Ich weiß auch nicht, dass der Bug ist schon seit Ewigkeiten drin. Ja,
Wo war der zweite? Oh Gott. Oh, hier unten ist Level 11, gell? Okay. So. Schade, dass man hier gar nicht den Zoom-Button benutzen kann. Wäre auch interessant gewesen, so rangezoomt ein paar von den Sachen in diesem Filter zu sehen. Ja, klar. Leute, die es natürlich nicht nochmal spielen, so wie wir es gemacht haben, die wissen gar nicht, dass man damals das auch ranzoomen konnte. Ja, klar, stimmt. Die denken sich so, ja, damals ging das halt nicht. Ist ja nur Pixelgrafik gewesen. Erstmal ganz viele seltene und ganz viele seltene Gegenstände wegwerfen, ne? Hm. Damit man nicht nochmal zurück zur Stadt muss. Natürlich eine ganz kleine schwarze Ecke und da ist genau ein Gegner. Ich bin noch mächtiger. Okay. Gibt's halt so irgendeinem Achievement? Level 60. Ah, okay. Ich brauche mehr Zeit. Glaube ich zumindest, dass das sein müsste. Ja, ja, Level 60 mit zwei Zauberern ist das. Ah, okay. Ja, gut. Ja, kann man haben. Ganz in der Nähe. Wow. Magischer Stab mit 16 Damage. Das sind Qual 6, ey. Oh, hier waren 3 Elite. War das echt schon die Ebene? Ah, ne. Unten ist noch vielleicht was. Wenn mich meine alten Meister jetzt sehen könnten. Wow. Da ist eine brennende Leiche aus der Kiste gesprungen. Klasse. Also so ein Kultist, der hat geschrien irgendwie und hat mich abgefackelt damit. Ja, der rausgeflogen ist. Warum auch immer. Oh.
Oh, 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 oh. Ja, werde ich das sehen? Ja. Ups. Zwei. Kommst du durch oder musst du hier rückkommen? Ich komm durch. Okay. Musste sie nur ein bisschen kalten dafür. Okay. Okay. Und ja, du übersiehst eigentlich immer was. Ja, okay, ja, je nachdem, was ich halt hitte mit meinem Dash oder meine Water Ally ist, das stirbt halt, aber manchmal bin ich dann halt zu schnell. Suffering from success. Ich bin jetzt noch besser. War halt nur ungünstig, wenn er so eine einzelne Brücke ist, wo dann der Gegner rüber geht und wenn ich dran ja, vorbeikommen ja, okay. würde, weißt du? Das ist ein bisschen schwierig. Ja, klar. Da erwähnt man das schon mal, dass da vielleicht ein Gegner übersehen worden ist. Ja, alles gut, aber ich kann ja jederzeit zurückkommen. Oder drei Leichen. Oder ein Feuer, was ich die ganze Zeit ignoriert hatte, was ich jetzt nicht ignorieren sollte bei dem Level. Ja, vielleicht. Ah, der unheilige Altar. Das ist hier Lazarus-Level. Wow, hat mich trotzdem noch getroffen. Ja, du lebst schon was. Ja, wir müssen hier seine Bücher anklicken für die Räume. Ach, da sind Bücher. Ah, okay. Kraft wächst. Jo. Und hier unten bei mir ist der andere. Ja, das habe ich nicht übersehen. Irgendwie hat man das nicht so deutlich gesehen, irgendwie, sage ich jetzt mal. Ist ein bisschen Loot hier. Wer hat gesagt, dass das Titan Quest viel Loot hat? Ja. Ne, das habe ich jetzt auch schon öfters mitbekommen, dass du jetzt hier anscheinend ja relativ gut Soul Charts sammeln kannst, weil jeder Boss droppt irgendwie hier alles. Also jeden Chart irgendwie. Das halt. Ja. Ich muss mal beim Butcher drauf achten, dass ich die Waffe aufhebe. Ich weiß nicht, ob ich den Transmog habe. Ja, kannst ja. Wir haben wahrscheinlich eh nicht alle auf einmal jetzt, oder? Von diesen ganzen Sachen, die wir wollen. Nee, wir müssen eh noch ein paar Mal laufen. Ich mir fehlen noch ein paar Bosse, ein paar Elite. Ja gut, dann merkst du es ja fürs nächste Mal. Genau. Ich werde noch mächtiger. Jo. Ich werde noch mächtiger. Abare. Oh, Diablo. Das ging fix. Waren wir schon alle, ja. Ich habe noch seine Animation gesehen, weil ich die Cinematic geklickt habe. Ja. Du hast die Cinematics vergessen und hast das noch ausgemacht, ne? Nee, ich habe das gestern schon weggeklickt mit den Cinematics und den Haken rausgenommen. Das war jetzt noch da, aber ich kann es ja wieder reinmachen, weil. Ja. Ist ja jetzt nicht so wichtig, weil wir haben ja. Ja, genau. So, dann gehe ich aber, glaube gleich mal wieder zurück nach Tristheim dann. Ja, ich sammle hier noch kurz den Rest. Ich kehre in die Stadt zurück. So. Sieht ein bisschen anders aus, als wo ich reingegangen bin, glaube ich. Jetzt geht auch wieder der Ranzug-Button. Irgendwie habe ich so zwei verschiedene Ärmel. Ich habe so einen weißen Ärmel und einen roten Ärmel. Okay. Interessant.
So. Gut, also müssen jetzt nach wieder durchs Portal durch. Okay. Und dann diesen und dann jetzt zu Adria. Wo müssen wir hin? Zu Adria. Also hier oben zu dieser Hütte. Ah ja, Adria war ja die Hütte, die ein bisschen weiter weg ist. Genau. Weil da können wir jetzt hier mit diesem Pilz reinwerfen und kriegen dadurch Witches Brew. Also. Hexensuppe. Ja. Oh, so Hexenbräu. Genau. Oh, Hexenelixier liegt hier schon. Ah ja, okay. Dann habe ich schon einen. Ja, dann. Jetzt habe ich einen Pilz und das Elixier. Ah, ja, okay. Okay, kann ich für nächstes Jahr behalten. Ja. Ja, und dann hier ganz unten im Süden im Dorf liegt Farnham. Farnhams Korps. Oder Leiche. Der Säufer. Da kriegen wir Drunkards Debt. Schulden eines Trunkenbolds. Genau, die bringen wir zu. Wie heißt hier Ogden? Der liegt hier oben. Gardas Letter. Gardas Brief. Ja, den bringen wir zu. Und die Geister sind hier auch alle. Ah, ja, stimmt, jetzt stehen sie auf. Hier unten zu Pepin. Rezept eines Heilers. Und das bringen wir zu Griswold, das ist der Schmied. Genau, und jetzt haben wir einen Plan bekommen für den Schmied. Genau, für den Schmied. Dann können wir jetzt Word Select können wir jetzt craften. Jetzt muss ich mir überlegen, was. Pflege? Nee. Was war? Stab? Vielleicht? Auch nicht. Streitkolben? Streitkolben. Hier. Ich kann es nicht aufheben, weil du es gecraftet hast. Ah, da wird's lag. Ja. So. Und jetzt können wir das, jetzt kannst du es wieder beim Schmied zercraften. Okay. Jetzt haben wir eine Secret Map bekommen. Karte des Sternenhimmels. Genau, und damit machen wir, Ah genau, jetzt gehen wir wieder zurück zu Adrias Hütte, weil da liegen ja diese Kühe. Diese alte Karte hättet ihr wohl eigentlich niemals finden dürfen. Anscheinend wurde sie mit etwas gestempelt, das aussieht wie ein Hufabdruck. Zusätzlich sind die Zahlen 2, 1, 3 klar darauf zu erkennen. Und lass mich raten, die zweite, die erste und die dritte Kuh. Richtig. Okay, nur dass wir die Kühe ja schon angeklickt haben, das heißt, wir müssen neue Spiele machen. Wow. Okay. Ja. Wir müssen ja eh resetten, also von dem her. Spiel fortführen? Nee, Spiel starten. Ich hab gewundert, warum das da steht. Ja, ich bin gerade raus, es muss gleich Spiel starten dastehen. So, wie gehe ich eigentlich nach Neutras fahren? Was mache ich denn da? Da muss ich hin. Sehr schön. Level 70, yay! Nicht bereit. Hallo. So, 2, 1, 3. Und da haben wir unsere
Verlassenes, unser verlassenes Bauernhaus. Ja, nee, ist klar. Ah. Gibt kein cool Level. Natürlich nicht. Achso, wir sind noch nicht mal Gegner. Ja, in der Mitte ist Würztruhe. Genau, und da kriegen wir jetzt das Pet raus. Die Kuh. Kronkalb. Dieses junge Wesen umgibt eine majestätische Aura. Ganz so, als würde es einen besonderen Stand in seiner Herde einnehmen. Wer weiß, wozu dieser imstande wäre, sollte es verloren gehen. Nice. Genau, und das war im Grunde genommen die andere Sidequest, die es dazu jetzt gab. Und jetzt haben wir halt dieses Pet bekommen. Das ist auch cool. Ja. Ich muss zurückkehren. Einfach mal eine Kuh. Eine majestätische Kuh, wie alter Rinderkönig oder wie hieß, ne? Mhm. So, und nun weiter Elite oder was? Genau. Wie viel fehlen dir denn noch? Sekunde. Erfolge. Wieso bin ich ja ganz sonst wo jetzt? Ich muss bei besondere Ereignisse hin. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 brauche ich noch. Okay. Ja, solange wir nicht nur einzelne brauchen, würde ich einfach sagen, machen wir wieder alle Ebenen, bevor wir gezielt danach suchen. Ups, ich bin wieder raus. Klingt so richtig. Ich brauche mehr Zeit. Die Heiligkeit dieses Ortes ist besudelt worden. Immer noch. In der ersten war ja keiner, ne? Nee, das habe ich nicht auch einfach so durchgewascht, ohne jetzt nach Gegnern wirklich zu suchen. Ich brauche mehr Zeit. Solange auf dem Weg kein Gegner mehr war. Man sieht so ein bisschen den Qualm von deiner Welle und Explosionen. Also hier war ja noch was. Habe ich fast vergessen. Au. Hast du seine Klamotten aufgehoben? Jo, habe ich mitgenommen. Wollte nur mal kurz zurückgucken, ob ich da nicht noch einen vergessen habe. Ja, hattest du. Aber hier kannst du so runterspringen, ne? Also vorhin konntest du nicht durch die Wände, aber hier kannst du durchlaufen. Ja, irgendwie manche Wände sind da relativ komisch. Ich weiß aber auch nicht warum, also. Wer konnte es nur nicht für alles übernehmen? Mhm. Ja. Diese Ebene hast du aber ganz schön viel übergelassen.
Ich bin jetzt noch besser. Theoretisch, wenn du willst, kannst du dich auch einfach porten, wenn ich am Ende bin. Ich glaube, das müsste hier gehen, oder? Ja, ich sammle ja unterwegs den Loot auf den, der mir entgegenkommt. Okay. Ja, gut. Dann muss ich später nicht so viel für Anfangsgear fahren, weißt du? Ja, okay, klar, macht Sinn, macht Sinn. Guck mal, Kuh sammelt das Gold auf. Unten habe ich noch nicht alles geklärt, aber da kommt dann die nächste Ebene normalerweise. Ja, dann warte ich hier kurz. Ja, aber kein schlechtes Event, auf definitiv nicht. Nee, das war, ist eigentlich ganz nett. Das ist halt so ein Anniversary-Event, was halt so ein bisschen die alten Teile noch feiert. Genau. Wenn mich meine alten Meister jetzt sehen könnten. Ja, nice. Ich habe nur noch 5. Ich habe irgendeiner war gerade schon dabei. Nice. So richtig dumm, wie die einfach keine Ordnung haben, wenn du die Achievements anguckst. Die sind weder nach dem Alphabet noch nach den Ebenen geordnet, in denen sie spawnen. Nice. Die sind einfach irgendwie angeordnet. Oh, noch 8. Ah ne, 7. Einen hast du gerade, das Erfolgsfenster hat sich auch noch nicht aktualisiert, scheinbar. Okay. Will es sich auch gerade nicht aktualisieren? Das scheint ein bisschen verbuggter zu sein. Kann man sich merken, Ebene 6. Okay. Komisch. Entweder das oder braucht ein bisschen, um sich zu aktualisieren. Oh, ja. Weil ich genau da, wo du ihn gekillt hast, da habe ich das Fenster aufgemacht und jetzt, wo ich es auf und wieder zu mache, ist es halt immer noch so. Ich geh mal kurz hier nur in das Nebengebiet rein. Das war, was er da spielt, auch gut. Kein Problem. Ich wollte nur kurz gucken, was hier drin ist. Ja, ich war in der Ecke mit so einem Gegner von dir, also dementsprechend, dachte ich port mich mal. Dort, wo du bist, ist tot. Ja, ich wollte nur kurz gucken, ob hier irgendein Buch drin ist, was ich vielleicht übersehen habe mal, deshalb. Nö. Da hinten noch was? Nee. Ausgang ist links unten. Ich warte immer noch. Wow. Der ist echt hart nicht. Der stand da immer noch. Da bist du zweimal lang gegangen. Ja, gut.
Oh, nur noch 4 bei mir. Noch nicht bereit. Ist so schön. Mhm. Aber ich meine, ich bin ja auch, hab ja auch schon relativ weit dafür, dass ich das heute gemacht habe. Ja, ja. Ja, gut, klar, dadurch, dass halt eh in jedem Run du auf jeder Ebene Minimum oder auf jeder Ebene 2 Elite halt hast, hast du ja beim ersten Run schon eigentlich über 20 schon auf jeden Fall, also. Ja, hatte ich ja auch, ne? Ja, ja, genau. Du hast wieder deinen tollen Vorbestellerflügel angezogen. Was für Flügel? Die Vorbestellerflügel. Oder die, nee, Collector's Edition Flügel. So rum. Vorbestellerflügel. Ja. Ah, so schlimm bin ich hoffentlich noch nicht. Ah, jetzt ja der aktualisiert. Der andere ist. Hier oben ist das Gebiet, was dunkler ist. Da hat er sogar 2 aktualisiert. Fleißige Kuh sammelt alles ein. Nur wie die das einsammelt, so mit ihren Hufen und allem. Eine andere Frage. Tja. Da oben ist das Gebiet, was dunkel ist, also. Oder bist du eh schon drin? Bleib da. Ja, dann brauche ich das nicht. Das habe ich schon. Nö. Wow. Also, das Gebiet da unten bleibt, es geht aber. Ja, nach unten hin ist es auch noch dunkler dann. Es bleibt dunkel. Toll. Sehr schön. Hier unten ist nächstes Level. Jetzt habe ich diese scheiß Stealth-Viecher um mich rum irgendwo. Kotzen, ey. So, ich bin in der nächsten Ebene. Jo. So eine, die Flügel, die sehen auch so ein bisschen Richtung Arkan aus, finde ich. Die passen halt für sowas wie ein Zork ganz gut, finde ich. Mhm. Genauso wie ich halt okay. die Overwatch-Flügel bei meinem Kreuzritter drin hatte. Ja, ja, klar. Also der eine, dieser Sade Mad, ist hier. Der ist, steht da immer. Au. Nein, Gebiete seht halt irgendwo rechts. Ja, da waren mir ein paar zu viele Gegner gerade. Ja, da war ich auch noch nicht. Ich bin erst da, wollte erst den Kreis da schließen. Dann muss ich wieder rennen hier, ey. Ich will um mein Leben rennen. Wer hat die Kuh, die das ganze Gold einsammelt. Wow, jetzt ist der Black Mushroom hier oben direkt. Wow. Aber vorher das ganze Gebiet absuchen müssen, ne? Mm. Kennt man, kennt man. Schicksalsdöner, Dabber. Hättest du auch gerne mal, ne? So einen richtigen Schicksalsdöner. Genau.
So, ich baue noch. Ich wollte gerade sagen, ich baue noch 5. Ich glaube, ich. Ja, doch, immer noch. Flamme war nicht dabei. Die habe ich schon, die Flamme. Na dann. Eine Flamme. Hm. Ich brauche mir Zeit. Ja, gerade eben war auch noch mal eine Flamme. Ja, die meinte ich ja. Die habe ich schon. Also, ja. Weil ich gerade sagen wollte, wie viel ich habe, dann tötest du gerade einen und dann guck ich so, oh, der war nicht dabei. Den brauche ich nicht. Ich komme her, Fässer explodieren. Mal ganz kurz, ob hier nicht noch ein dritter irgendwo vielleicht ist. Okay, nö. Ja, sehr nice. Wow, ich teleportiere mich zu dir, du kommst bei mir vorbei. Ich dachte so, du stehst vom Ausgang, weißt du. Ich muss ganz in der Nähe sein. Während du da am Gucken war. Ah. Geh weg. Au. Man merkt, ich habe kein Equipment. Also kein gutes. Oh. Noch nicht bereit. Dieser volles Haus hier unten. Ich werde noch mächtig. Ja, ab Level 60 ist die Schwierigkeit im Spiel immer ein bisschen schwierig. Meinst du? Ja, da geht man ein bisschen weg. Hier ist übrigens der Ausgang. Ich brauche. Da oben habe ich aber nicht alles aufgedeckt. Okay, war auch noch eine Sackgasse. Klasse. Nein. Ich glaube, der Ausgang ist genau gegenüber vom Eingang gewesen. Ja, man hätte direkt hinlaufen können. Wenn man das denn wollen würde. Haben wir hier alles? Mhm. Ja. Gut. Okay, nice, ich habe noch 3. Ich habe noch 4. Hier. Schade. Vier. Traurig, wenn du gerade 2 getötet hast noch, ne? Ja, nächstes Level. War mir einer dabei? Nö. Sehr schön. Sehr schön. Sehr schön, ist aber nicht so gut wie danke. Ja, das hat ein Templer vorher mal kurz gesagt, habe ich im Stream gehört. War auch so ein. Habe ich gar nicht mitgekriegt. Ich warte immer noch. Ja, ja, natürlich auch. Das war es ja auch schon. War es nur 4 Dinger in einem. In einer Level? Ja, gar nicht. Voll wenig, ey. So, hier. Wenn mich meine alten
sehen könnten. Ja, die Ebenen werden nicht größer. Noch drei. Hier. Der eine habe ich vorher schon geguckt. Genau, der eine ist Level 12. 7. Und der nächste 14. 7, 12, 14 muss ich dann. So, da bin ich. Ich glaube, den Endboss würde ich aber immer mitnehmen, weil das ist schon nice, dass wir so viel Soul Shards gedroppt bekommen. Hm. Oder halt Lazarus und Diablo würde ich immer mitnehmen in jedem Run. Ja. So viele brauchen wir wahrscheinlich auch gar nicht mehr. Ja. So. Dann bist du hier wieder. Ich muss die Cutscenes gleich noch hier aufstellen. Ja, das habe ich direkt schon gemacht. Ich glaube, habe ich Tutorials ausgestellt? Nee. Warte mal, kann man das vielleicht überlisten, das System? Ah, schade. Was hast du versucht? Es gibt eine Option, die du anmachen kannst, dass du immer reinzoomst, wenn du ins Inventar reingehst. Ah! Verstehe. Funktioniert aber nicht. Ich kehre in die Stadt zurück. Kurz mal hier den. Das Inventar wieder leer machen. Und so viele Quest-Items hier drin, die du alle benutzt hast. Die kann man ja theoretisch auf verschiedener Ebene irgendwie so viermal oder so die Q-Level in den anderen entweder in den anderen Runs machen oder in den nächsten Jahren. Ja. So, genau, ich wollte kurz Sachen ausschalten. Ja. Wie viel fehlen jetzt noch? 4, gell? Jo. Willst du mir kurz sagen, welche? Ja, wenn wir wieder drin sind. Ist das jetzt schon, ja, jetzt schon 9, ne? Gut. Ja. Also ich bin auch raus, deshalb. So. Aber meine Feinde werden eben. Ja nun, jetzt fehlen plötzlich mehr. Oh. Wenn du kurz in meinen Stream schaust, sind die hier der Grubenmeister, der vorhin verbuggt war, der ist auch wieder da. Oh. Okay. Ich glaube, das sind komplett alle wieder, die wir gerade hatten. Und bei dir? Hast du alle noch? Oder hast du verloren? Ne, mir, ich habe die drei brauche ich noch, die ich noch nicht hatte. Das ist komisch. Oh, jetzt sind sie wieder da. Ah, okay. Okay, hier, Stahlkeule, Zahl, Rückgratbrecher und Graukrieg. Ist übrigens cool, dass du Zar, der Verrückte, nicht hast, weil den haben wir schon zweimal gemacht.
Er ist ja immer da. Vielleicht lass ihn mal kurz. Ey, kannst nicht am Leben lassen, du hast so viele Leute um dich rumschweben, ne? Mhm. Moment, aber dann gucke ich mal ganz kurz. Ich gucke gleich mal kurz ab. Kannst du mal kurz aufmachen, bitte? Genau, den einen, den brauche ich auch. Zahl der Verrückte. Dann. Rexbein und genau, den Graukrieg der Schlechtern brauche ich auch noch. Wo findet man den? Okay, also theoretisch 7, 8, 9, 12 und 14. Okay. Wie cool, ey. Gut, dann zoome ich mal kurz dahin. Na, hat auch wieder rausgezoomt. Bin rangezoomt reingegangen. Schade. Ja, das haben sie schon sehr mit Absicht gemacht. So, das ist wegen Verzauberen. Ich bin verwundet, ich bin geheilt. Klasse. Der Geruch von Tod oder Schlimmerem umfängt mich. Warum sollte ich das tun? Teleportieren nicht wirklich, weil er in der Nähe ist. Warum sollte ich das tun? Klasse. Ich werde noch mächtiger. Du bist vor allem so schnell, gerade noch beim letzten Teleport direkt in der Nähe gewesen. Dann bist du schon wieder auf einer anderen Ebene, weißt du? Ja. Einfach immer zum Spieler teleportieren. Vielleicht komme ich ja in die Nähe, wenn du einen machst, den wir schon 20 Mal machen oder so. Ja, ja. So, hier, ich hoffe mal, dass hier jetzt der eine für mich ist. Da ist, glaube ich, keiner. Oh, da sollte ich mich ganz schnell wegteleportieren.
War das da oben vielleicht doch eine? Ich guck nochmal kurz da oben hin. Ich bin direkt an die gleiche Stelle teleportiert, weil ich da gerade wieder war. Nee, ich teleportiere nicht, wenn du in der Nähe bist. Gibt eine Fehlermeldung. Okay. Ja, diesmal hat sie es nicht kommentiert vernünftig. Sie hat gesagt, das geht nicht. Und letztes Mal hat sie gesagt, warum sollte ich das tun? Oh nee. Ich habe gesagt, ich komme kurz hier oben. Er hat es nicht geschafft, mich zu killen. Auf keinen Fall. Keinen Fall, sagt er. Nett. Okay, schade, keine Elite für mich. Ja, jetzt hat er mich doch gekriegt. It's Birdman. So, guck mal, auf Ebene 8 nach deinem. Der war's nicht. Baron Matsch? Nee, der war schon zu Matsch. Den hatte ich im Stream kommentiert. Oh, aber ich brauche nur noch 3. Irgendeinen hatten wir. Oh, okay. Den verrückten Zaren, den Rückgratbrecher und den schlechtigen Graukrieg. Oh, warte mal, wenn wir... Dann müssten wir auch noch 2... Ja, dann fehlt... Ja, okay, da hatten wir einen, denn dann... Gut. Ja, irgendwo war da einer. Ich bin jetzt ich habe auf Ebene 7 nach dem Falschen gesucht. Na gut, dann war der nicht. Das. Ja. Porte dich mal zu mir. Ich mach nichts anderes die letzte halbe Stunde. Ja, gut, nee, weil hier ist nämlich jetzt der verrückte Zahn, den kann ich erst killen, wenn ich das Buch anklicke. Deshalb, der war noch nicht gespawnt, nämlich. Ich hab ihn nicht. Ist er schon bei dir aktualisiert? Ah, jetzt hab ich ihn. Ich hatte den ja schon. Jetzt hab ich ihn. Gut. Nee, weil den hatte ich ja schon auf jeden Fall. Das muss ich das jetzt mal als Buch anklicken. Mhm. Hat erst eingesammelt, als ich mich bewegt habe. So, dritter Pilz. Ja gut, den muss ich jetzt nicht zwangsläufig sammeln. Broken Stone, ne, das war auch nicht den. Schade, war keiner für dich dabei. Nee, also auf der PS4 würden mir an Erfolgen auch noch, also an PSN-Erfolgen, würden mir auch noch fehlen, jede Klasse irgendwie auf 70 zu haben oder sowas. Das war mir dann halt auch zu doof gewesen damals. Ja, klar. Ich glaube, ich habe noch ein paar andere Sachen, das sind alles so eine Grind-Sachen halt, ne? Ja, klar. Ja, das habe ich ja dann auch geschafft, als ich dann mal für die Set-Portale gegrindet habe. Da musste ich ja alle auf 70 haben, zwangsweise. Das Ding mit PS4, oder allgemein mit der Konsolenfassung wahrscheinlich, ist ja, dass du kannst hier nicht die Zauber an einer anderen Stelle als hingehören packen, wie auf der PC-Version. Echt nicht? Das ist interessant. Irgendwas war da mit den Zaubern. Entweder das oder man hatte leicht andere Zauber bekommen.
Ich weiß nicht, was von beiden das nochmal war. Müsste ich nochmal. Okay, weil das zerstört so gut wie alle Builds, die existieren. Ja, ja, Spiel. Ich hatte nämlich auch mal geguckt nach irgendwelchen Builds, als ich halt gespielt hatte. Da habe ich gesehen, die kann ich gar nicht machen, weil der Zauber an einer anderen Stelle sitzt. Ja, ja, klar. Okay, aber das müssten sie eigentlich ja danach. Also, ich würde jetzt mal behaupten, das müssten sie nachgepatcht haben, weil eigentlich. Nee, ich habe ja. Was war es? 2020 oder 19 oder so habe ich ja das letzte Mal PS4 gespielt, glaube ich. Ja, okay. Also, ist jetzt nicht so lange her. Mhm. Okay, ich muss wieder um mein Leben rennen. Ja, ich stehe am Eingang, kommt da so ein langsamer Böppel auf mich zu, ne? Und ein paar Gegner hinterher. Wir haben direkt Akku gemacht, obwohl ich da nur stand. Ich brauche mehr Zeit. Oh, nice, den habe ich gebraucht. So, jetzt sind die weit, entfernt, weit genug entfernt, dass ich wieder zu dir teleportieren kann. Okay. Ich muss ganz in der Nähe sein. So. Oh, noch zwei. Rückengratbrecher und Graukrieg. Okay. Ja, der Rückenbrecher wäre, glaube ich, auf 8 oder 9 gewesen. Und der Graukrieg ist auf 14. Na gut, dann sind wir ja gleich. Ja, also ich bin da schon. Angeber. Na, guck mal doch mal. Nee, aber so viel über Diablo 3 immer rumgejammert wird, das hat halt seinen eigenen Charme. Ist jetzt nicht zwangsläufig der klassische Diablo 2 oder 1 Charme, aber halt halt was für sich, ne? Ja, klar. Weil wenn du Casual zum Beispiel spielst, tust du ja auch nicht so, wie du das jetzt gerade machst, rumrennen. Ja, genießt du vielleicht alle Jubeljahre mal die Story, guckst vielleicht dann, weil du noch ein bisschen Lust hast zu spielen, in den Abenteuermodus ein bisschen rein. Und dann war's das dann wieder, ne? Ja, klar, genau. Und hier war schon mal keiner, ne? Nee, war nichts. Ja. Hier ist Batman. Ja. Ich werde noch mächtiger. Jetzt bekomme ich die Paragon-Level hier. Genau. Immerhin, die meisten habe ich noch solo gemacht. Okay, ich muss kurz auf die andere Ebene und dort teleportieren, weil ich wieder so eine scheiß Hexe hinter mir habe. So. Komm besser. Ah! Hier ist ja noch Party! Party, Party! So, bin da. Hätte nicht gedacht, dass ich noch besser werden könnte. Das kann auch nicht geöffnet werden. Nein. Ich kehre in die Stadt zurück. Stimmt, es gibt ja auch spezielle Items, die man finden kann. Zum Beispiel? Die, also
quasi Collectibles. Es gibt zum Beispiel ein blaues Amulett, das ist halt, das bringt dir halt gar nichts, aber das sind halt irgendwie spezielle Items. Ich weiß nicht, woran die angelegt sind. Wahrscheinlich an Original-Items. Wahrscheinlich, ja. Naja. Oh, ich hab die beiden zusammen. Hier sind sie nicht. Jetzt zum Beispiel hast du auch diese komischen Rüstungen. Die haben halt, glaube ich, ein spezielles Artwork in Inventarslot drin. Ja, klar. Die sehen mir, glaube ich, auch aus, als ob es der Original-Items sein könnte. Gut. Lasst uns gemeinsam Ehre finden. Nein, lass mal nicht gemeinsam Ehre finden. Okay, dann gucken wir gleich nochmal, welche Ebenen wir jetzt noch brauchen. Jo. Das 14 ja auf jeden Fall, da war ja... 14 müsste Graukrieg sein. Waywater Slayer. Ja. Schauen wir dann gleich. Ob, wenn der jetzt nicht auftaucht, wäre ja sowieso egal. Und wenn wir sowieso immer durch bis Diablo müssen, ne? Ja. Ja, es bietet sich halt an, weil die Soul Shards für manche Bosse, da brauchst du halt ewig, bis du halt erstmal da bist, deshalb. Meinen Segen. Ein würdiges Opfer. Sag mal bitte ganz kurz, welche du jetzt noch brauchst. Rückgrat und Grau schlechter da. Genau. Rückgrat war 9 und Grau schlechter danach. Was brauche ich? Ich brauche nur noch Grau. Greywater Slayer. Also einen, den wir beide brauchen und der eine war eben nur 9, der andere, ne? Genau, 9 und 14. Genau, 9 und 14. Haben wir nur kurz notiert. Yay, ich konnte runter teleportieren. This is good, man. Nicht bereit. Wobei war natürlich dumm, weil da musste ich laufen wegen den ganzen Mobs, die da noch standen, ne? So kann ich jetzt einfach wieder porten. Ist da eigentlich kein Shortcut für Portals zu Party Member 1, 2, 3? Ne, ich glaube leider nicht. Schade. Ich porte dir nur den Schrei. Okay, und dann kam ein anderer und hat mich getötet. Auch gut. Grip. Offenkundig. War, glaube ich, einer von diesen Schleichviechern. Ah, okay. Ja, ansonsten, ich habe gesehen, einige von den ganzen klassischen RPG-Spielen, ne, wie sie ja abgekürzt TRPG heißen, ne, wie Baldur's Gate und so, da gibt's einige, die heutzutage noch Multiplayer gut können.
Okay, krass. Also Baldur's Gate 1 und 2, weil sie ja enhanced sind. Icewind Dale habe ich dir ja auch letztens geschenkt. Das kann das halt auch. Neverwinter Nights hat übrigens auch eine Enhanced Edition. Das kann das auch. Mhm. Ja, und das sind ja schon mal eine ganze Ecke und auch die wichtigsten, finde ich. Ja, klar. Dungeon Siege hat das leider nicht mehr. Da steht dann einfach deaktiviert, wenn man draufklickt auf Multiplayer. Da müsste man quasi die CD-Version besorgen und die dann halt über Hamachi machen, wie wir es bei den anderen Dingern gemacht haben. Ich glaube, bei Diablo 1 haben wir das gemacht, ne? Mit Hamachi. Ja. Ja, stimmt, das haben wir über Hamachi gemacht, ja, weil da ging ja... Da ging kein Online-Game, genau. Ja, genau. Also wenn man jeweils Dungeon Siege 1 spielen möchte, müsste man sich informieren, ob man da in der Kampagne spielen kann oder nicht, ne? Boah, bevor man überhaupt was macht damit, aber dann kann man da, denke ich mal, über Hamachi machen. Wenn man nur die, wenn man nicht jetzt die Big Box oder sowas holt, denke ich mal, kommt man mit einem 5er hin bestimmt für CD, Jewel Case. Ich werde noch mächtiger. Ist halt wie bei allen Sachen, muss man immer ein bisschen rumfummeln, dass es funktioniert. Aber das informiere ich mich dann. Und dann informiere ich dich, falls man jemals da in die Richtung absichtlich hegt. Genau, perfekt. Das klingt nach einem guten Plan. Das kann ich nicht tun. Was ist eigentlich mit Resident Evil? Ja. Da war noch was. Da war irgendwas, habe ich mich aber noch nicht drum gekümmert. Nee, ist ja auch nicht so schlimm. Weißt ja, ich bin eh nicht so für diese ganzen Emulationskram. Zumindest nicht für uns streamen. Ich habe ja genügend, dass ich das alles emulieren kann, aber on-stream präsentieren ist dann immer ein bisschen doof. Weil, ja, da, wozu brauchst du dann überhaupt noch hier Konsole und das Spiel, ne? Ja, klar. Da waren übrigens zwei Elite sind gespawnt von drei möglichen. Und war alles die falschen. Genau. Den du brauchst, der war nicht dabei. Hier ist Batman. Ich hol mir mal kurz zwei andere Waffen und probiere was aus. Oha. Ja, mir dauert das hier gerade zu lang. Ja gut. Notfalls kann man ja dann am Ende noch die bis Ebene 9 noch machen und dann port ich zu dir, wenn du da bist. Nee, das Ding ist nur, das Problem ist, dass ich verbrauche zu viel Spirit quasi durch meinen Dash. Und wenn ich jetzt in Geom halt noch mitnehme, dann, weil ich mache so viele Elite, kriege ich halt den Cooldown. Hast du ein Portal bei dir? Ja. Ich nicht. Ich sehe hier keins. Ja, aber jeder hat ja auch in Diablo 3 sein eigenes Portal. Ich sehe trotzdem kein einziges. Hast du dich zurückgeportet? Hast du dich ich zu mir geportet? Ich hab dich zu dir teleportiert. Ja, okay, klar, dann siehst du kein Portal. Okay. Wieso sehe ich deins nicht, wenn wir Multiplayer machen? Ja, wie gesagt, weil jeder sein eigenes Portal macht. Egoist. Mach doch dein eigenes Portal. Auch ein nice Meme. Zieht die ganze Zeit einen durch den Dungeon durch. Egoist. Okay, das funktioniert nicht so, wie ich mir das gedacht habe. Weil mir jetzt nämlich ein Rüstungsteil von dem anderen Set fehlt. Schade. Gut, was habe ich im Cube drin? Messerschmitz. Dann packe ich doch da mal in Geom rein. Und ich habe das falsche Daibo dabei. Klasse.
Ja, fühlt sich doch schon mal gleich ein bisschen anders an, wenn man Spirit Regeneration auf seiner Waffe drauf hat. Ach nein. Das kommt dir nur so vor. Mhm. Ich finde immer diesen, diesen Knopf an meinem Mikrofon so toll verlässlich, ne? Bei einem an für sich ist er verlässlich in der Hinsicht, dass der Ton weg ist, egal was mein PC dazu sagt, ne? Mhm. Aber ob er nun gedrückt ist oder nicht, ist eine andere Frage. Manchmal drücke ich und er hat halt dann diesen Klickgeräusch, weil er so ein Klickknopf ist, ne? Mhm. Aber dann ist er nicht gedrückt. Dann hast du einfach nur das Klickgeräusch gehabt halt. Top. Ja. Oh, danke. Habe ich genau richtig hier hingeportet. Zum ja. Loot. Zum Loot geportet. Der einzige richtige Ort. Der einzige richtige Port. Genau. So kann man es auch sagen. Wow. Gut, dass du da stehen geblieben bist. Ja, ich war noch beschäftigt. Beweg mich doch nicht mehr als nötig. Ich mach einfach nur hier. Ja. Und dann bin ich wieder in der Stadt und muss wieder warten, dass du wieder drin bist. Ja, ich hab mir. Hat dann doch nicht so funktioniert ohne Messerschmitz. War jetzt nicht die beste Idee, zu dir zu porten. Da waren wieder zu viele Leute. Oh, da war er. Ich hab meins fertig. Ich nicht. Ja. Ja. Ja, da hat es mir den Rückgrat gebrochen. Na gut. Kannst ja sagen, wenn du auf Lazarus Ebene bist. Oh, das war auch 15, oder? Oder 16? War 15 und dann kommt aber diese Altarebene. Da kommt ja noch diese Zwischenebene quasi. Okay, ich port mich einfach so weiter zu dir. Genau. Ja, für das bin ich hier. Unholy Altar. Lazarus Ebene. So, bin drin. Mhm. Quasi 14,5. Oh, ich hab grüne Hosen bekommen. Natürlich Black Sounds. Genau. Die droppen nur hier, ganz selten und so. Mhm. Bestes Set, was im Spiel existiert. Das ist verschlossen. Puh, das war knapp. Der ist schon zwei Schritte auf mich zugegangen. Ja, ja. Ich lebe gefährlich. Okay. Ich kehre in die Stadt zurück.
Ich glaube, all die besonderen Items im Event hier sind die Items, die man nicht automatisch zerstören kann, ne? Mhm. Weil da sind immer diese ein... Ja, genau, da bleiben immer ein paar Items übrig. Und das sind halt diese speziellen, aber die... Ja. Fängst halt mit denen nichts an. Bekommt man die im... Transmogrifikationsdingen? Nee, weil du, das sind zum Beispiel auch, da war zum Beispiel ein Amulett dabei und ein Amulett kannst du nicht transmogrifieren, weil. Ja, ja, dann sind es halt einfach nur Gimmicks. Hm, genau. Warum sollte ich das tun? Oh, du bist ja noch hier. Ich hab genau die Kamera so von dir weggehabt. Und das ist so, okay, der ist bestimmt schon losgerannt. Jetzt bin ich unterwegs. So, heißt. Ebene 9. Genau. Ich warte immer noch. Oh. Nicht bereit. Sehr schön. Protection Shrine, genau den habe ich gebraucht. Damit ich nicht so viel Schaden bekomme. Nice. Wait. Hä? Du bist zum Eingang gegangen. Oh, ja, warst du gerade da. Ja, ja, aber warum bin ich die Ebene wieder hochgegangen? Weil ich war schon in der nächsten Ebene. Komisch. Weiß ich nicht. Ja. Ich wollte eigentlich nur hinterher, damit ich noch ein bisschen die XP mitbekomme. Das hätte ich gewartet, bis du in Ebene 9 bist. Ja, bist du was kriegst du da noch ab? Deswegen ja. Außerdem ist es immer lustig, wenn man hinportet und man sieht nur, wie die Zerstörung gerade wegzieht. Protection Shrine, ja, voll. Den hätte ich jetzt gerade gebraucht. Ich hatte ein bisschen Damage bekommen. Ja gut, den kriegen wir ja beide. Normalerweise. Ja, ich ja eigentlich nicht, wenn ich überall nur zwischen toten Leuten stehe. Ahnung, warum da 1000 Items plötzlich aus dem Boden gesprungen sind. Aber es ist okay. Schon wieder zu Loot teleportiert. Der einzige richtige Teleport. Richtig. Meine Kuh ist auch so ein bisschen goldgeil. Nachtflügel, der kalt. Ob irgendeiner der Items, die du hier in den höheren Stufen dann halt auch verbessert droppen, ob das irgendwie was Gutes ist teilweise? So, weil wir nicht Starter es oder so? Eher nicht, also keine Ahnung, du läufst halt Diablo eh nur mit legendären Items rum, also du hast ja nie ein gelbes Item irgendwo, von dem her. Lohnt sich das gar nicht. Dann. Ja. Da habe ich's. Sehr schön.
Ja, dann würde ich aber rausgehen, weil das sind jetzt doch ein paar Ebenen. Ich kehre in Ist die ja Stadt gut. zurück. Irgendwie habe ich nicht mehr so viele Steine bekommen wie am Anfang. Gut, dann brauchen wir Am ja nur die Anfang. Seiten, wa? Genau. Ja, spüre eine Seele. Und da stand dann nicht so richtig, wo wir sind, oder wie war es jetzt? Doch, genau, also. Mal, nur habe ich es offen. Doch, genau, also, genau, es gibt halt die Gebiete und am Ende von diesem Gebiet gibt es immer diesen einen Kultisten, der halt dann so eine Seite droppt irgendwie. Ja, gut. Das kann ich hier nicht tun. Also, ich habe schon 5 und 4, den Rest brauche ich noch. Ja, ich guck gerade nur, ob das irgendwie. Ob da genau beschrieben ist, was wo droppt. Aber anscheinend müssen wir einfach so Kultisten machen. Wahrscheinlich halt dieser Gegnertyp einfach. Genau. Dann ja, einfach nur in die richtigen Ebenen gehen, nehme ich mal an. Genau, also mir fehlen noch Seiten 6 und 7. Aber ich gucke einfach mal. Ja, die fehlen mir auch. Okay, jede Zone hat immer einen Priester. Okay. Okay. Klingt And interessant. each priest drops a single page. Okay, also ist gar nicht mal so selten. Ja, ich habe irgendwie, ich kann ja mal kurz mal in der Stadt schauen. Ich habe hier die Seite 4 viermal und die Seite 5. Nee, Seite 4 habe ich fünfmal. Und Seite 4 habe und Seite 5 habe ich einmal. Also irgendwo bin ich da richtig gelaufen, glaube ich. Ah, okay. Die Priester spawnen in jeder Ebene, die ihr Wegpunkt habt. Okay. Klasse. Gehe ich aber mal schnell bis zum Ende durch und guck mal kurz, weil auf der anderen Seite, die ich hatte, da stand vorher, dass der immer am Ende spawnt irgendwie. Jetzt bin ich wahrscheinlich Ich bin soweit. verwundet. Oh, ich kann auch keine Sekunde hier stehen bleiben, ey. Immer diese scheiß Low-Equipped, Ich brauche mehr Zeit. Was ist mit diesem Grab geschehen? Warte. Siehst du Nee, ein? das ist ein Buch. Nee, das ist ein Buch, was ich gefunden habe. Ich dachte gerade schon, da liegt eine Seite, aber es war einfach ein Buch. Ich gucke auch gerade mal nebenbei, welche eh nicht stehen bleiben kann, ohne zu sterben, ob ich irgendwo einen kultistenartigen Mob sehe, den du vielleicht beim Vorbeirennen nicht getroffen hast oder sowas. Ich warte immer noch. Bis jetzt das Ähnlichste, was ich sehe, sind die Bürgerfrauen da. Genau, wir suchen temporäre Priester. Temporäre. Ja, gut.
Das klingt so nach Zeitreisen, das klingt richtig, ja. Aber ich habe nicht mal etwas, was wie ein Priester aussieht, hier gesehen gerade. Beim Vorbeilatschen. Okay. Das sind quasi so Zauberer mit so einem spitzen Hut und da sind immer so ein paar Gefolgschaften noch drumherum irgendwie. Ja, diese mit spitzen Hut, das sind doch die normalen Kultisten-Models, oder nicht? Mhm. Gibt's auf Misery. Dann gibt's aber auch einen Wegpunkt. Ja gut, hier gibt's auch einen Wegpunkt und hier haben wir noch keinen gefunden, oder? Ja, irgendwie weiß ich auch nicht, aber da gibt's halt auch nicht viel, also. Deshalb, wir wollen halt in die Dungeons da halt rein, das ist halt so die Sache. Hier ist die Frage, ob die auch in den Dungeons sind, ne? Ja, das ist halt die Frage. Weil dann wäre das natürlich schon, also John Gorham Koffel, der klingt schon ein bisschen nach so einem Kultist. Oder nach einer Leiche. Kann beides sein. Kultistenleiche vielleicht. Hier bei mir, ich habe einen. Okay, ich komme. Kultist Page 1. Ja, ich hab hier keine Kultisten-Page. Achso, ja, weil du, gut, du warst schon nicht in der, du warst schon im Dungeon drin, gell? Nee, ich war im anderen Gebiet noch. Ja, das meine ich, okay, dann. Never mind. Warte, warte mal, ich gleite das mal kurz hier ab. Nein, gut. Mal. Da kann was sein. Astrian Woods. Achso, immer in den, ach, immer in den Bounty Areas. Okay. Okay, in den Bounty Areas. Da würd, ja, dann ist ja die Krypta von der vorherigen Ebene bestimmt auch gemacht. Genau, dann wird's doch in der, ja, genau. Aber hey, inzwischen sterbe ich bei dieser Schwierigkeit nicht beim ersten Schlag. Hat sich also gelohnt, ein bisschen den Kram nebenbei immer aufzusammeln. Mhm. Okay, lass mal kurz in Ebene 2 gehen. Oh, will ich zu Fuß gehen, hier sind zu viele Mobs. Oh, hier kann ich. Oh. Ja, ich glaube, das schaffe ich jetzt. 5 Meter vom Eingang. Ganz last Tom. Ne, sah jetzt nicht so aus, als ob da einer drin war, oder? Ich bin jetzt nochmal eine weitere Runde gegangen, weil in der letzten Ebene war ja gar nichts. Außer diese eine Elite da. Der ist ja hier auch in der Story, oder? Der, der dieses Tor aufmacht. Ja. Okay, hier ist nichts. Okay, dann sind es anscheinend doch nicht einfach alle Bounty-Gebiete. Oder ein Gebiet, das dann halt auch ein Bounty-Gebiet ist und nicht hier irgendein Dungeon-Bounty-Gebiet. Hm. Ja, ich guck nochmal, aber. Ja, genau wird's das nirgendwo stehen. Das haben wir schon mit Absicht vage gemacht. Nee, das Gebiet gerade eben stand auch gar nicht drauf. Ja, dann. Das sind nämlich bestimmte Bounty-Gebiete, aber halt nicht da, wo halt immer Bounties sind. Also. Beispiel Cemetery of the Forsaken oder halt da, wo wir halt gerade waren, auf dem Friedhof, da war halt nichts.
Bin übrigens im Wald oben. Ja. Ich auch. Gut. Dann gehe ich mal Priester suchen. Verdammt, die wollen mir an die Gurgel. Höllerwald. Hätte nicht gedacht, dass ich noch besser werden könnte. Echt, ey. Ich kann hier auch nirgendwo stehen bleiben, weil die direkt hier über Bäume und alles rüberfliegen. Ne? Noch nicht bereit. Das ist ein ungewöhnliches Monument. Ich warte immer noch. Okay, keine Kultisten hier. Noch keine Priester. Steht das in der Liste, die du gerade erwähnt hattest? Ja, das Gebiet steht in der Liste drin, aber dann gehe ich halt in ein nächstes Gebiet. Wahrscheinlich habt ihr nur eine Chance zu spawnen oder sowas. Weil wenn die auf jeden Fall da wären, dann hätten wir sie ja schon ein paar. Ich bin in der Höhle. Also laut der Seite spawnen die immer in dem Bounty-Gebiet. Also gerade ja, offensichtlich ja nicht, ne? Ja. Ich brauche mehr Zeit. Ja, bei mir. Ja, ich werde gerade verfolgt. Natürlich sind da auch ein paar dabei, die viel zu schnell sind, als dass man mal kurz ein paar Mal wegportet und dann hinkommen kann. Rechts oben. Da sogar bei mir eine Seite, die mir gefehlt hat. Ja gut, die fehlt mir auch, die gefehlt hat. Jetzt nicht mehr. Nice. Gut, nächstes Gebiet, Kathedrale Level 1. Nicht mal. Bin ich da. Muss das Bounty auch aktiv sein an dem Gebiet, ist die Frage dabei dann? Ja, das ist halt die Frage. Dabei stehen, also stand es nichts dabei auf der Seite. Aber wir waren ja auch gerade im Wald und da war das Bounty aktiv, aber da war... waren keine Priester. Mein Name ist Lachdanan und ich. Ich bin jetzt noch besser. Mein Damage ist immer noch viel zu low für die Viecher hier, ey. Unglaublich. Naja, auf diese scheiß Würmer von den dicken Viechern, ne? Ja. Hab ich mich mal angekratzt. Easy. Wunderbar. War das eine Seite auch? Dann fehlt mir noch die ersten drei Seiten für Ende noch. Ah ja, okay. Ich spüre eine Seele, die auf der Suche nach Antworten ist, hat er errungen. Nice, gut. Ich bin jetzt Kathedrale 2. Ich komme. Lazarus. Aha. Oh, die leben nicht so lange.
bei mir. Ja, die habe ich ja gerade schon. Ja, okay, aber ich kann auch nur die, also ich kann auch nur immer die Gebiete halt machen, also welche... Ja, ja, wenn du sagst hier, ja, ich brauche nur 1 bis 3, ne, also... Achso, wenn der eine liegt mit 7, ja, okay. Brauche ich die halt nicht, ne? Ja, okay, ne, ich wusste jetzt nicht, dass die gleiche dann droppt, aber dann kann ich dir da, dann direkt sagen, ich bin jetzt Kathedrale 4. Bin dabei. Jo, perfekt. Vielleicht droppt die in dem Gebiet auch immer die gleichen Sachen dann. Wobei, wo haben wir 6 bekommen? Kathedrale 1. Ne, 6 haben wir heute gar nicht bekommen, oder? Doch, 6 haben wir vorhin bekommen. Das war eines von den beiden, die dir gefehlt haben. Ah, das war dann das letzte, das war dann Kathedrale 1. Doch, es war Kathedrale 1, ja. Da haben wir also 6 und 7 beide in der Kathedrale scheinbar. Okay, dann... Wo nicht gebietet. Ja, aber so wie ich das gelesen habe, ist das halt schon random, was halt wo dann halt droppt, aber. Okay. Wieder 6. Ja. Wie ist Batman. Mhm. Ja. Halls of Agony Level 1. Teleporte ich einfach zu mir. Jo. Ich mach nichts anderes. Ja, ja. Meinen Schrott kann ich überall hinschmeißen auf den Boden. Hm. Hier ist das halt richtig dumm zu sehen, weil hier gibt's auch Zauberer mit gelbem Hut. Glaube ich. Wenn mich meine alten Meister jetzt sehen könnten. Sorceress einfach mal so richtige Angebersprüche. Wenn mich meine alten Meister jetzt sehen würden, ja, die würden sich schämen, die würden sich schämen für dich, dass sie dein Meister sind. Du stehst hier rum und häufst einfach nur deine Macht an. Oder nicht? Ja, ja. Dunkler Berserk. Okay, hier war nichts. Ich gehe eine Ebene weiter runter. Jo. Mal die Karte aufgemacht. Da sieht man, wie du über die Karte jumpst. Ja. Im wahrsten Sinne des Wortes. Ja, ich komme ja schon. ich hab nur selber eingesammelt, deshalb. Der Goblin war weiter links. Was brauchst du? 1, 2 und 3? Jupp. Hier liegt 1. Wow, wollte mich teleporten, du bist einen Raum weiter. Seite 4. Oh, dann liegen da doch nicht die gleichen. Okay. Na gut, dann soll ich vielleicht doch zu den Seiten hinkommen. Ja, okay. Okay. Wissen wir eine Sache mehr jetzt? Ja, gut, ich bin eben. Also einfach nur Seite dann nee, halt. 3. Ja, ja, genau. Also auf irgendwie 3. So viel zum Thema, dass das random ist, was kommt. Wir sind soeben in Tristram.
Man sieht dich halt auch wirklich nur rumspringen hier auf der Karte. Ja, da ist das Bild halt auch für ausgelegt. Das ist halt auch einfach nur ein Bounty-Bild. Wenn mich meine alten Meister jetzt sehen könnten. Ergibt ja auch Sinn, dass man ein Bild hat, womit man schnell irgendwo durchkommt. Weil der Weg ist halt wirklich das längste an der ganzen Bounty. Ja, genau. Hier scheint keiner zu sein, wa? Ja, ich habe noch nicht alles abgesucht. Ich bin hier einmal woanders abgebogen. Ja, okay, jetzt habe ich alles. Okay. Gut. Da waren wir. Gut, dann gehe ich in Akt 2. Stirb, verdammt! Ich hab hier so einen einzelnen dunklen Kultisten, weil ich mich zu früh geportet habe. Ich hab ihn getötet! Nice! Knapp mit dem Leben davon gekommen. So, jetzt bin ich da. Ja. Ich werde noch mächtiger. Oh, hier liegt's schon. Seite 1. Nice. Welche Seite hattest du? Auch 1. Passt das ja. So, noch 2 und 3 jetzt. Mhm. Kann ich wieder porten? Was liegt denn da oben? Mir liegt hier Seite 2. Oh. Okay, ich meinte eigentlich das grüne Item. Schulterschuss. Seite 7. Hier ist Batman. Okay. Gut, in Akt 2 gibt es kein Gebiet mehr. Akt 3. Weißt du, wie das Set-Item vor, wie das Set vom Zauberer heißt? Also das gute Set heißt Firebirds, also weiß nicht, ob es im Deutschen Feuervogel heißt. Nee, ich habe hier gerade Würst stolze Schulterplatten bekommen, deswegen okay. Gleich. Könnte ja sein können, dass es das ist, was ich jetzt nicht mehr über die Kisten bekommen kann. Mhm. Ja, ich weiß gerade gar nicht, welches Starter-Set ist beim Zauberer. Es könnte das Firebird-Set, glaube ich, sein, aber das weiß ich jetzt nicht auswendig gerade. Ist ja nicht so wichtig. Hätte ja sein können. Ja, du aber du hast ja eh schon auch beim... so viel. Naja. Ja. Ja, du hast beim Tempel hast du ja schon das Geschenk aufgemacht, gell? Oder sie genau. Ja, ja, dann ist eh egal. Beziehungsweise du bekommst halt immer bei dem Char raus, bei dem du es halt öffnest. Heißt, wenn du beim letzten Päckchen das halt beim Zauberer aufmachst, kriegst du halt 2 Zaubererteile. Bringt dir halt da nicht viel, sage ich jetzt halt mal. Beziehungsweise ist es halt dann sinnvoller, mit dem Templer dann halt zu farmen. Ja, natürlich.
bei mir. Oh. Liegt Seite 5. Jetzt sind sie alle da, ne? Wo du guckst. Bei den ersten Gebieten war es ein bisschen schwieriger. Ja, Seite 1, hier ist Batman. Ja, kann ich wieder porten. Ja, mit der Minimap sehe ich jetzt ein bisschen mehr, was bei dir abgeht, als wenn ich hinterher teleportiere. Auch wenn es nur ein springender Punkt ist. Ich glaube auch, ich werde hier den letzten Teil ein bisschen arg schneiden, weil ich ja eh nur rumstehe mit den meisten. Ja, ja, klar. Ja, ja. Gibt ja auch eh sonst nichts viel zu sehen, wenn du dir halt, sag ich mal, selber farmen würdest, weil du suchst halt eh immer nur die ganze Zeit nach den Priestern halt. Eben. Von dem her. Schädelspalter getötet. Da ist der Schädel gespalten. Okay, hier war keiner. Ich porte mal weiter. Ich glaube, kurz nach dem Event, wo wir ein bisschen rumgelatscht sind in dem alten Dungeon, danach sind die Leute auch einer nach dem anderen abgedüst. Naja, so, bei mir ist wieder eine Seite. Bei mir würde Seite 3 liegen. Das wäre schön. Oh, Seite 3. Perfekt. Also, ja, nur noch Seite 2. Ja. Ja, ich bin weitergeportet. Na, die stehen hier oben direkt. Seite 4 liegt bei mir. Oh, Seite 2. Nice. Hier ist gut. Da ist es. Nice. Sehr schön. Porträtrahmen. Ich hab nämlich jetzt auch alle Seiten nochmal. Gut. Damit haben wir das Ereignis abgeschlossen, wa? Ja. Dann würde ich sagen, ich komm zu dir mal rüber und mach hier mal Feierabend.